Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch ein paar neue Sachen auf der Dunkelmond-Jahrmarksinsel zeigen, die es seit 6.2 hier zu erspielen gibt. Und zwar hatte ich euch da ja letzte Woche schon das Pet gezeigt, also sprich, dass man hier über dieses Hogger-Achievement kriegt, wo man dieses Hau-den-Hogger-Spiel absolvieren muss. Aber es gibt hier noch ein paar mehr Sachen und ich würde sagen, da schauen wir gleich nochmal rein. Und zwar hier unten seht ihr schon, dass einige Spieler hier am Angeln sind, denn es gibt hier eine neue Währung. Und es ist nämlich hier diese Fische. Das heißt hier Dunkelmond Dolchmaul. Und mit diesem Fisch kann man nämlich hier bei dieser neuen Händlerin Sachen kaufen. Und ich würde sagen, da schauen wir gleich mal rein. Und zwar zum einen können wir uns hier so einen Donut kaufen, wo wir dementsprechend 200 Punkte mehr an Angelskill haben. Dann gibt es hier verschiedene Kochrezepte, die man sich kaufen kann. Dann, ja, haben wir noch hier so eine, also ja, so einen Trank, den wir trinken können. Da können wir schneller Ressourcen einsammeln. Die kann man auch übrigens angeln, also ich habe hier auch schon 8 Stück davon. Und dann kommen wir noch zu den interessanteren Items. Und zwar, einmal haben wir hier ein Spielzeug. Die Seemannskolbenflöte. Den kaufen wir jetzt gleich mal. Dann haben wir hier zwei Pets, und zwar durchsichtige Muschel einmal. Und dann haben wir hier noch diese Blase. Das kaufen wir uns jetzt ebenfalls. Also ich habe genau wieder die richtige Anzahl an Items mir rausgesucht. Das lernen wir jetzt alles mal. Und würde sagen, schauen wir uns gleich mal an. Und zwar, was haben wir jetzt alles hier gelernt? Hier haben wir diese Flöte. Und ich würde sagen, die setzen wir jetzt gleich mal ein. Ja. Kommt dann einfach so ein Flötengeräusch. Interessant. Viel mehr kann das Teil anscheinend auch nicht. Lädt immer noch auf. Ja. Ich kann diesen Gegenstand 10 Sekunden Abklingzeit. Ja, gut. Jetzt nie so spektakulär. Jetzt schauen wir mal, ob die Pets irgendwas Cooles können. Beziehungsweise, wie heißt das? Geister, irgendwas. Ah, schauen wir einfach nach Krabbe, dann haben wir schneller. Hier, Level 1. Ja gut, eigentlich müsste ich auch nur... Das sieht eigentlich ganz cool aus. Eine durchsichtige Krabbe. Gut, spektakulär ist jetzt hier nichts von den Fähigkeiten. Das kenne ich alles soweit. Ja, erstmal haben wir diese Krabbe. Sieht ganz niedlich aus. So eine durchsichtige. Und das zweite war dann diese Muschel. Ich denke mal, die finde ich jetzt hier eigentlich schneller. Ich meine, wenn ich meine Lowpads durchsuche... So viele sind es ja nicht, die muss ich jetzt auch noch leveln. Das ist übrigens dieses Hogger-Pet. Hox heißt das, aber das hatte ich ja in dem anderen Video schon mal gezeigt. Da bin ich eigentlich schon ein großer Fan von, weil es schon recht cool aussieht, das Ding. Bloß die Muschel finde ich jetzt hier nicht. Wo ist denn die? Ne, durchsichtige Muschel. Ach, das... Ah, okay. Ach, da ist es. Deswegen finde ich es auch nicht. Blobs heißt das Ganze. Ach, die Geisterkrabbe kommt aus der Muschel raus, so wie ich das sehe. Und Blobs kommt hier aus dieser Blobsblase. Interessantes Beschwimmer, das mal. Das Viech kann aber leider nicht kämpfen. Das ist sehr schade. Dafür habe ich jetzt einen Haufen Fische geangelt. Naja, wobei man muss sagen, so lange hat es jetzt hier nicht gedauert, diese Fische zu angeln. Vielleicht so 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht höchstens. Dann hat man diese 175 Fische zusammen. Denn es gibt hier auch Items, die man dann aufmachen kann, wo mehrere Fische drin sind. Sprich, so der Riesenaufwand ist das Ganze nicht. Jetzt schauen wir mal noch, ob man damit theoretisch auch Gold verdienen kann. Und zwar, gut, hier mit Blobs wird man wahrscheinlich kein Gold verdienen können. Den kann man nicht einpacken. Aber vielleicht hier... Diese Geisterkrabbe in den Käfig setzen? Ja, doch. Also den kann man theoretisch auch verkaufen. Wenn man da jetzt am Anfang schnell ist, sich ein paar von diesen Pets holt, vielleicht die auch noch fix levelt, kann man da vielleicht das ein oder andere Goldstück für verlangen. Ich port mich jetzt einfach mal interesseweise in meine Garnison und schau mal, was das hier auf Lothar noch wert ist. Dann gucken wir mal, solange ich hier noch auf dem Server bin, weil ich habe jetzt vor... zu transen und mir auf einem anderen Server eine Gilde zu machen. Aber da werde ich nochmal ein Video zu machen und erzähle da mehr. Vielleicht hat der eine oder andere ja da Interesse, ein bisschen was mitzuraiden. Aber wie gesagt, da werde ich in einem anderen Video nochmal mehr zu erzählen.
Ach ja, meine Wettschulden hier, 13.000 Gold. Sehr schön, die heimsen wir auch noch ein. So, dann gehen wir mal ins Auktionshaus und gucken mal, was das Pet wert ist, wenn ich denn die Türe treffen würde. Also das ist natürlich jetzt kein Wert, den ihr sagen könnt, so und so viel ist das Pet jetzt auf meinem Server wert. Aber hier ist es immerhin für 7.000 Gold drin, ne? Für die Zeit, wo man da ein bisschen angelt, ist das natürlich schon einiges. Wobei, ich werde es jetzt an der Stelle nicht verkaufen, weil sonst vergesse ich wieder das zu angeln und muss es mir dann selber für überteuerte Preise kaufen. Also von dem her. Ja. Aber theoretisch kann man da noch ein bisschen Kohle rausschlagen. Ja, dass das Video hier nicht zu ellenlang wird, da es ja auch jetzt nur ein kleiner Themenbereich wird, würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen, dass ihr jetzt noch in den Dunkelmondjahrmarkt, dass ihr hier die restlichen Tage Zeit habt, euch die Pet-Spielzeuge zu holen, um dementsprechend auch eure Sammlung hier ein bisschen aufzubessern. Ja, damit verabschiede ich mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!